Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir... Freue ich mich drauf. Ich fange anders an. Und zwar bei McDonald's gibt es ja so die Standardburger, es gibt die Aktionsburger und es gibt seit einiger Zeit auch diese Signature Collection. Ja? Und da gibt es jetzt seit neuestem oder seit kurzer Zeit den Signature Caesar Beef. Ja, mit einer Caesar Soße. Ordentlich Rindfleisch, Bacon. Mach ich nach. Da hinten unten bei mir in der Küche. Aufgepasst. Mann, oh Mann, ganz schön viel für unseren Signature Caesar Beef. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Beef. Hier 200 Gramm Rindfleisch schon in meiner Burgerpresse rein. Ja, dazu natürlich auch schön ein Brioche-Brötchen, so wie es sich gehört. Auf der anderen Seite Angebersalat. Ja? Lollo Bianco. Hier, Bianco. Rosso wäre das bisschen rot hier. Wir brauchen Grana Padano, das ist Padano. Das ist ein italienischer Hartkäse. Salz, Pfeffer. Rote Zwiebeln, Tomaten, Mayonnaise, Senf, Joghurt. Hier hinten versteckt sich noch Zitrone. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Auf geht's, wir haben ein bisschen was vorzubereiten. Dazu gehört das Zwiebeln schneiden, aber einfach jetzt hier in schmale Scheiben, halbe Ringe, das wollte ich sagen. Und auch eine Tomate brauchen wir in schönen Scheiben, also runterschneiden. Hier habe ich meinen Grana Padano, ne, das ist ein italienischer Hartkäse und den reibe ich mir runter. Zweimal, einmal in so einer gröberen Einstellung, einmal in so einer feineren Einstellung. Ja, mache ich mal. Und dann erhält man einmal Grana Padano in groben Spänen und einmal in etwas feineren. Ja, ist jetzt ja auch kein Hexenwerk. So, jetzt geht's an die Caesar-Soße. Und die entsteht relativ einfach, nämlich aus Mayonnaise und Joghurt und Senf in der Hauptbasis. Also jetzt erstmal 2 Esslöffel Mayonnaise. 1. Boah, was für ein Geräusch. 2. Dann Joghurt, auch 2 Esslöffel. Das ist griechischer Joghurt, ihr könnt aber auch normalen Joghurt nehmen. 1 Teelöffel Senf dazu, salzen, pfeffern, Spritzer Zitrone, bei mir wie immer aus der Plastikbox und hier einen guten Esslöffel von unserem Hartkäse und das Ganze verrühren. Und schon haben wir eine Caesar-Style-Soße. Ja, kein Original natürlich, aber so stylisch, Caesar-stylisch wie nur irgendwie möglich. Und vor allem mit Hausmitteln, Bordmitteln, ganz einfach gemacht. Perfekt. Kümmern wir uns zunächst um den Bacon. Den lege ich wie immer gerne in die kalte Pfanne. Hat den großen Vorteil, dass sich der Bacon nicht so schockartig zusammenzieht und in Ruhe ausknuspern kann. So, noch ein Stück. Fertig. So, ist ja nicht heiß, kann ich reinfassen. Und da ich es esse, kann ich es auch mit den Fingern anfassen, wie ich will. So, perfekt. Irgendwann wird es dann auch Zeit zu wenden hier. Beziehungsweise nicht nur einmal, ne? Soll ja schön ausknuspern. Guck mal, die wenden sich gleichzeitig fast. So. Und weiter brutzeln lassen. Und irgendwann ist der Bacon dann auch fertig. Hm? Zum Beispiel für mich jetzt. Rausholen und schön wegpacken. Das war jetzt ja sehr erfolgreich. So, rausholen. Und in die heiße Pfanne unser 200 Gramm Patty. Ich weiß, bei McDonald's sind es nur 150. Aber ich mache dann mal so richtig Signature. Und nach 3 Minuten wird es Zeit, den Klops mal hier zu wenden.
Ah, perfekt. Jetzt noch ein bisschen Gewürz, nämlich Burgerbums drauf. Ne, wer es noch nicht kennt, Burgerbums von mir. Salz und Pfeffer geht genauso. Und nach 6 Minuten insgesamt wird es Zeit, den Jungen rauszuholen hier. Zack, fertig. Die Resthitze von der Pfanne, wie immer, nutzen, um unser Brioche-Brötchen, oh, man sieht das, wie schön gelb das ist, butterig, reinlegen, kurz anknuspern lassen. Das geht ratzfatz, hier, zack, 20 Sekunden, rausholen. Hier auch, super. Machen wir uns ans Burger bauen. Unser angetoastetes, angebrutzeltes Brioche-Bun, dieses Brioche-Brötchen kriegt jetzt was von unserer Caesar-Soße. Dann habe ich mir erlaubt, vom Angebersalat hier so ein bisschen was runterzureißen. Komm. So. Jetzt wird's gesund. Tomaten. Rote Zwiebeln. Bacon. Hohoho. Unser Patty. Nochmal Soße, Parmesan, beziehungsweise Grana Padano ist es ja, und Deckel drauf. Fertig! Da ist er nochmal in seiner ganzen Pracht. Habe ich nicht zu viel versprochen, oder? Sieht einfach nur mega, mega Hammer aus. Freue ich mich drauf. Reinbeißen! Achtung! Da ist er. Guck mal. Hinter diesem großen Brett sieht man meinen Grinsen gar nicht. Ich freue mich da so drauf. Der sieht doch wirklich, also wirklich richtig, richtig hübsch aus, oder? Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, da jetzt reinzubeißen. Auch wenn es bestimmt eine Sauerei gibt. Ach, hier nochmal so. Oh. Warte, ich versuche nochmal scharf zu stellen. Boah. Habe ich zu viel versprochen? Nein. Wieder weg. Jetzt bin ich wieder scharf. Mahlzeit. Oh, Hammer. Boah, kommt die Soße geil. Man muss noch mal reinbeißen. Ach, nachmachen. Tschüss. Oh. Was ist denn hier los? Mütze falsch. Kapuze. Funkig. Egal. Aufgepasst. Hol jetzt das ehrliche Essen für deine Küche. 6 geile Gewürze im praktischen Streuer oder als günstige Probierpakete. Jetzt bei Amazon und Royal Spice. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.